Dem Markt voraus. Gedanken und Prognosen zur Fleischbranche. Mit ihrem Gastgeber Fritz Gempel. Fingerspitzengefühl in den Kurven, das Tier nach Hause bekommen, ohne ruckartig zu bremsen, fahren die Kurven schön aus, dass möglichst ruhig daheim am Schlachthaus ankommt. Man kann sich das ganze Leben Mühe geben mit Füttern und Aufziehen und sich drum kümmern, und in der Fahrt kann man es in 20 Minuten auch versauen wieder, wenn es sich so aufschockelt, dass es sich gar nicht mehr beruhigt. Deshalb ist hier Erfahrung gefragt. Herr Schmidt, wir sehen jetzt gleich die Betäubung eines Ochsen mit dem Bolzenschussapparat. Worauf kommt es dabei an? Wichtig ist, dass wir zuallererst die Sicherheit gewährleisten, dass wir das Tier auch nochmal nachbetäuben könnten, sollte der erste Schuss nicht klappen. Dazu haben wir zwei Schussapparate bereitgelegt. Wichtig ist, dass wir das Tier nachher fixieren in unserem Fangstand, dass der Kopf möglichst wenig Bewegungsfreiheit hat, dass wir sicher einen sicheren Ansatz treffen können. Der beste Ansatzpunkt ist, wenn wir uns diese Linie zwischen Hornansatz und Auge denken und da etwa 1 bis 2 Zentimeter je nach Größe vom Tier ansetzen und da in einem passenden Winkel wie ein Kreuz, und dann die 2 Zentimeter oben drüber, und da betäuben wir das Tier perfekt. Wir müssen darauf achten, dass der Schussapparat nicht verkantet und genau auf der Hornplatte anliegt, sodass die 12 cm bis 15 cm Bolzen auch dann perfekt das Hirn treffen und das Tier eine tiefe Betäubung hat. Wir laden unseren Schussapparat mit einmal 6,8 mm Hülsen, beziehungsweise den Notapparat mit 9 mm Hülsen. Guck mal schön vorne durch. Andere Ohr noch. Genau. Und guck vor. So ist schön. Das Ohr noch. Schmidt, bei dem Entblutestich musste das sehr schnell gehen. Da gibt es diese 60-Sekunden-Regel. Deshalb würde ich Sie bitten, zeigen Sie uns nochmal jetzt an der Hälfte, wo wird der Entblutestich gesetzt? Und bitte beantworten Sie uns auch eine Frage. Als der Entblutestich gesetzt wurde, hat man noch Muskelreflexe gesehen, auch danach. Warum ist es so? Den Entblutestich setzen wir unterhalb des Brustbeins und oberhalb der Wirbelsäule an, dass wir möglichst Vorlauf und Rücklauf der Gefäße treffen und somit möglichst viel Schwallblut in den ersten 30 Sekunden aus dem Tier raustritt. Wir sollten sehen, dass wir ungefähr 10 Liter Blut in den ersten 30 Sekunden verlieren. Beim Eintritt vom Messer in diesen Bereich entstehen noch reflexartige Bewegungen im Tier. Davon kriegt das Tier allerdings nichts mit, weil es komplett und tief betäubt ist. Ähnlich wie bei einer OP. Ja, bis jetzt hat alles großartig funktioniert. Wir haben eine Schlachtung erlebt mit einer vollständigen Betäubung. Und damit war klar, diese Schlachtung ist für das Tier vollkommen schmerzfrei. Das war hervorragend gemacht. Wir haben auch erlebt,
wie bei der Betäubung und der Schlachtung alles mit allem zusammenhängt. Umso ruhiger der Transport, umso besser die Bedingungen für die Betäubung. Umso besser die Betäubung, umso effizienter und besser ist danach der Entblutestich. Klasse Arbeit, wir schauen weiter bei der Schlachtung unseres Ochsen zu. Das ist noch ein ganz spezielles Messer, das wir da verwenden. Genau, das ist ein extra geschrägtes Skinmesser. Damit haben wir es, ist das Risiko weg, mit der Spitze direkt ins Fell zu schneiden. Und man hat eine ganz lange Auflagefläche, um das Fell an der Flanke vor allem und hinten am Rücken runterzuschlagen. Wir arbeiten immer im Flies zwischen Fell bzw. Leder und Muskel. Wir versuchen das möglichst sauber. Schauen wir, dass wir unsere neuen Katzen nicht zerschneiden. Hang and Tender und das Girlsteak. Dann werden wir noch die Beißröhre. Hier haben wir jetzt Innereien, Kehlkopf, Lunge, die außen anliegend die Speiseröhre, die haben wir eben entfernt. Die zwei Lungenflügel. Schön hellrosa, wie sie sein soll. Hier haben wir das Herz, bestimmt 3,5 Kilo schwer. Und die dazugehörige Leber. Jetzt holen wir noch aus dem Nierenfett die Nieren raus. Die sind immer gut eingepackt in Blumen bzw. Tall. Teilstücke, die heißen bei Ihnen hier Nierenzapfen. Die Nierenzapfen, auch Hanging Tender genannt. Hanging Tender, ja. Und das Zwerchfell ist Skirtsteak. Und wird auch als solches bei Ihnen verkauft? Ja. Das heißt, es wird vakuumgereift? Ja, genau, vakuumgereift. 1-4 Wochen. Ja. Dann kommt das Gesindel auf. Wir bekommen natürlich alle BMC-Kassen. Schauen wir mal, mehr und wieder weniger. Ja. Auch gerne als Spieß. Wenn es jetzt Spieß so. Herr Schmidt, also Glückwunsch, das hat hervorragend funktioniert. Wir haben die Schlachtung eines Rindes erlebt, wo man sagen kann, bei dieser Schlachtung, die Betäubung, das war so hervorragend, dass das Tier von dieser Schlachtung nichts gespürt hat. Jetzt sind wir einen großen Schritt weiter und haben hier zwei Rinderhälften hängen. Was können Sie jetzt an den zwei Hälften dieses Ochsen sehen? Ja, wir hatten einen schönen Chevrolet-Ochsen, der sehr ruhig gestanden hat. Wir haben ihn schön ruhig aufgeladen. Dadurch konnten wir auch perfekt betäuben. Was uns auf den ersten Blick auffällt, ist die schöne Fleischfarbe, die rote Fleischfarbe. Wir haben einen eher mageren Ochsen. Das liegt auch an dem Schlachtalter. Wir sind so ungefähr bei 22 Monate. Die entwickeln immer erst hinterher die das Subkutanfett und legen dann in der Endmasse auch ein bisschen eher zu. Wir schlachten sie gerne mal ein bisschen jünger, einfach um einen
zu großen Verfettungsgrad zu vermeiden. Wir sehen hier an den Dornfortsätzen, dass die wirklich noch knorpelweich sind. Also das Tier kann noch nicht alt sein. Wir haben eine eher Fleischigkeit, das heißt, die Keulen sind nicht zu konkav, es wurde nicht zu krass gemästet. Wir haben ein langsam gewachsenes Stück Fleisch, dadurch ein intensives Aroma. Von der Zartheit her sind Ochsen wie gewohnt natürlich auch nochmal eine Nummer zärter als jetzt Fersen und auch sehr aromatisch. Eben haben wir die Schlachtung von einem Ochsen gesehen. Jetzt stehen wir hier an der Theke und können die Fleischteile von jetzt nicht diesem Ochsen sehen, aber von vorher geschlachteten Tieren. Hier sehen wir, dass wir eine schöne Marmorierung auch in den kleinsten Teilstücken haben. Wir produzieren zu 100% alles selbst, also wir haben kein einziges Zukaufprodukt in unserer Theke. Ich wurde eben nach meinem Lieblingssteak gefragt. Das ist ganz klassisch unser Rumpsteak hier von der Ferse. 4 bis 5 Wochen dry-aged, das ist butterzart. Wir sind nicht nur bekennende Selbstschlachter, sondern auch passionierte Jäger, haben ein Revier in Bacharach, das liegt am Mittelrhein, und vermarkten auch alle unsere Teilstücke vom Wild selbst. Hier haben wir jetzt eine Rehkeule, das gibt es nochmal als Hirschgulasch, also unser Revier ist prall gefüllt mit Hirschen, Rehen und Wildschwein, alles selbst verarbeitet, selbst geschossen. Wir machen einige Spezialitäten, Wildsalami, Wildbratwurst, alles auch selbst im eigenen Haus, ohne GDL, ohne Schnellreifemittel. Alles natürlich gereift und produziert, hier in Remmeln. Wir haben heute in der Metzgerei Zinniger Schmidt die Schlachtung eines Ochsen erlebt. Was wir dabei gelernt haben, ist erstens, das Schlachten ist eine verantwortungsvolle Arbeit. Das sollte machen, wer es auch gelernt hat. Zweitens, das Schlachten ist eine saubere und hygienische Arbeit. Drittens, das Schlachten ist für das Tier schmerzfrei. Nach einer vollständigen Betäubung spürt das Tier nichts vom Entblutestich und damit von der eigentlichen Schlachtung. Das betäubte Tier spürt von der Schlachtung so wenig wie wir, wenn wir als Patienten auf dem Operationstisch aufgeschnitten werden. Ich sage meinen Respekt an Carsten Schmidt für diese großartige Unterstützung und ich sage meinen Glückwunsch an die Kunden der Metzgerei Zinniger Schmidt. Wir haben heute das Schlachten gesehen und wir wissen, das Schlachten und das Fleischessen, das ist ein Stück Menschheitskultur und ein Stück Menschheitsgeschichte. Wir können alle weiterhin mit gutem Gewissen Fleisch essen, für das Tiere geschlachtet werden. Servus aus Rheinböllen im Hunsrück. Sie wollen kein Video mehr verpassen? Abonnieren Sie jetzt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Weitere Infos zu unseren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.gempel.de.